Moin Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie man denn seine Treiber automatisch aktualisieren kann über die AMD Radeon Software. Die brauchen wir natürlich dazu erstmal. Das heißt, wir suchen einfach mal AMD Adrenalin. Und dann kommen wir auf die AMD-Seite, AMD Software, Adrenalin Edition. Wollen einfach ein bisschen runter, sagen, ja, okay, das müssen wir machen. Ansonsten jetzt herunterladen. Und da können wir dann unsere Grafikkarte bzw. unser Mainboard, was auch immer, können wir dann dementsprechend auswählen. Es kann auch sein, dass es hier automatisch mal gescannt wird. Wir wählen das mal aus. So, dann sagen wir einfach nur, was haben wir für Windows? Ja, wir wollen die Windows 10 Edition haben und sagen AMD Adrenalin Edition herunterladen. So, schon startet das Ganze. Ich habe das natürlich mal vorbereitet. So. Dann sieht das folgendermaßen aus. Wir machen einfach einen Doppelklick, sagen ja, akzeptieren und sagen ja, installieren. Und das geht das Ganze auch schon los. Das heißt, er installiert eigentlich ziemlich selbstständig das Ganze. Schaut natürlich dann auch nochmal, ob es eine aktuellere Version gibt. Ob da nochmal irgendwo was bereitgestellt wird. So, wir lassen das Ganze mal ganz kurz hier durchlaufen in dem Prozess. Und dann sind wir auch gleich wieder da. So würde das Ganze dann aussehen, wenn die ganzen Dateien fertig entpackt sind. Das heißt, ihr wählt dann einfach nur aus, was ihr installieren wollt, klickt dann auf Installieren und dann startet auch die Installation schon. Der Rest läuft dann eigentlich so ziemlich automatisch ab. Da braucht ihr nicht mehr viel machen. Kanal abonnieren. Bitte. So würde das Ganze dann nach der Installation aussehen. Das heißt, wenn ihr dann dementsprechend einen Neustart gemacht habt von eurem System, dann kommt ihr dann hier in diese Radeon-Software und da können wir jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal überspringen. So, und dann habt ihr dann hier eure Übersicht und dann könnt ihr hier ganz rechts, habt ihr dieses kleine Zahnrad, das sind die Einstellungen. Und wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr hier Software und Treiber unter System. Und da seht ihr dann, okay, das ist die Radeon-Software Version 22.6.1. Ist das letzte Mal am 26.12. aktualisiert worden. Wir können uns hier auch noch mehr Details einblenden lassen. Das heißt, wir sehen die Treiberversion, wir sehen den Anbieter und so weiter und so fort. Alles das, was wir halt so brauchen. Und hier unten könnt ihr dann einstellen, was er zum Beispiel für bevorzugt herunterladen oder beziehungsweise euch anzeigen soll. Nur empfohlene oder empfohlene und optional. Ich stelle zum Beispiel eigentlich immer ganz gerne auf optional mit dazu, falls es mal irgendwas Schönes noch gibt. Ansonsten nach Aktualisierung suchen, automatisch eingestellt, ja, weil ich will nicht immer selber danach suchen, es soll ja vorgeschlagen werden. Nur das Herunterladen, das möchte ich natürlich gerne manuell machen, aber das könnt ihr natürlich auch aktivieren, wenn ihr das gerne möchtet. Dann würde er dann dementsprechend die Software auch selber dann herunterladen. Ja, ansonsten könnt ihr hier noch nach Aktualisierung suchen, ne, das könnt ihr selber dann nochmal einstellen, beziehungsweise nochmal manuell die Suche anschubsen, je nachdem, wie ihr das ganz gerne wollt. Ja, und das sollte es eigentlich auch dazu gewesen sein. Wenn ich euch ansonsten mal den Rest hier noch erklären sollte, beziehungsweise was alles noch so dahinter steckt, schreibt es mir einfach ganz gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich mega freuen über ein Abo und ein Like für das Video. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal.